wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die Lone Survivor, ganz allein im Schnee in der Alpha 17 Stable Version B240. Und das ist auch der Grund, warum wir hier neu anfangen, denn eigentlich habe ich damit gerechnet, dass das erst irgendwie im Januar soweit sein würde, aber die Funpimps haben sich gedacht, wir machen noch ein kleines Weihnachtsgeschenk und geben unseren treuen 7 Days Spielern einfach mal die Stable Version von der Alpha 17. Ja, das kam vor Weihnachten irgendwann B231 haben wir gespielt, dann kam glaube ich noch B238 und da dachte ich schon so, okay, dann kannst du demnächst brauchst du jetzt gar nicht mehr so weit noch vorzuproduzieren, wenn neuer Patch und so. Und dann ist ja auch Weihnachten und dann kam schon B240 für die Experimental und dann kam auch noch die Stable-Version. Also, da haben sie richtig einen rausgehauen hier, die Pimps. Habe ich schon ein bisschen Holz. Ja, Steinachs bauen, wie immer. Hier, so. Und wir sind im Schnee gespawnt. Ist das da ein Händler? Kann das sein, dass das ein Händler ist? Komm, wir gehen mal da rüber gucken. Da hinten ist eine Stadt. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind 1380, 1539. Ist das jetzt der Nullpunkt? Spawnt man immer bei 0 oder wo? Ne, da wäre das doch 0,0. Guck mal, da hinten ist Wüste, hä? Da hinten ist Wüste. So, aber da ist kein Händler, ne? Das sieht nur aus wie ein Händler, aber das ist kein Händler. Der hat auch keine Fahne. Das ist irgendwas anderes. Also Schneebiom ist ja gar nicht so meins, ne? Ne, das hier ist dieses komische Irgendwas-Haus. Kenne ich jetzt nicht. Doch, kenne ich schon, aber weiß ich jetzt nicht genau, was drin ist. Was ist denn da hinten? Ein Parkhaus? Sache, da ist ein Parkhaus. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ein Parkhaus. So, und das da? Was ist das? Hier, Live Music Hall. Wir sind in Köln. Wir sind in Köln. Voll die Live Music Hall hier. So, also hier ist schon mal Stadt. Parking, das ist tatsächlich ein Parkhaus. Ich werd bekloppt. Überall Schwarzpulver drin. So, hier Pete's Pub. Ist ja schön. Wunderbar. Oh, da vorne ist ein, da ist ein Dungeon-Haus. Oh, hier ein Kanickel. Komm her, komm her, komm her. Komm. Wo ist denn? Oh, klasse. Das ist kein Kanickel. Hier ist Kanickel. Wo ist hingerannt? Komm her, Frechdachs. So, mal dem Hasen hinterher gespuchtet. Hahaha! Jawohl! Sehr gut. So, Hilfe. Okay, ich gehe ja schon, ich bin ja schon weg. So, hier ist irgendwie so ein Schrottplatzteil. Da ist ein Dungeon-Haus. Quest-Dungeon-Gedöns. Da hinten ist der Mount Everest. Da hinten ist ein schönes Ziegelgebäude. Da vorne. Da hinten, ganz da hinten, scheint eine Tanke zu sein. Okay. Schön hier. Mir gefällt es hier irgendwie. Finde ich jetzt erstmal so auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Okay, ein bisschen Schnee haben wir hier, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Also ich meine, ich mag zwar kein Schneebiom, aber die Stadt hier, die ist ja eher im Grün. Grün und verbrannt. Grün und verbrannt. So.
Ja, dann ich würde sagen, wir gucken mal hier. Wir gucken mal, was da hinten noch so kommt. Hier sind noch Zombies. Ach, die spuchte dran vorbei. 1, 2, 3. So, was ist das da für ein Dingen? Also hier ist jetzt so irgendwie so verbranntes Gebiet, aber ich würde ja gerne nochmal auf dem Friseursalon wohnen. Der Friseursalon hat mir richtig gut gefallen. Ich meine, wir könnten auch aufs Parkhaus ziehen, ne? Das ist bestimmt auch ziemlich stabil, aber ein bisschen groß. Oh Mann. Ja. Tja. Jim's Cars. So, hier kommt, hier ist auch ein Ziegelbau. Was ist das hier denn? Immerhin, ne? Ach, das ist die Bar. Okay. Batz, Bar. Also, ja, Batz hat sich ganz schön breit gemacht. Dahin gebaut, dahin gebaut und dahin gebaut. Er duldet keine Konkurrenz. Definitiv nicht. Die Frage ist nur, ob das vom Geschäftsmodell wirklich Sinn macht, ne? Drei Kneipen direkt gegenüberstellen. Oder da schläft jemand. Ach, guck mal, da hinten ist auch noch irgendwie ein tolles Haus. So. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Boah. Der Kaninchentöter. Geil. Es fängt schon mal gut an. Finde ich klasse. So, hier ist Joey's Used Cars und hinten war anderes Cars. Mechanical Parts. The Painkiller. Oh. Okay. Also sie wohnt im Auto. Klebeband. So, was haben wir denn hier? Hier ist auch ein schicker Ziegelbau. Was ist das? The Booby Trap. Aber auch dicke Wände. Ja, wir nehmen einfach mal mit. Die Autos kann man leider nicht looten. Ach, guck mal hier. Zoe Salon. Zoe Salon. Ich komme schon. Ja, geil. So, warte mal. 5000. 500. Ja, da würde ich doch sagen, hier ab auf den Friseur. Hä? Ab auf den Friseur, dem Friseur ist nichts zu schwör. So, also ich habe noch gar nichts. ich sollte vielleicht mal anfangen hier. Ne? Weiß schon, hier so Pflanzenfasern und so ein Krempel holen. Machen wir mal. So, dann machen wir mal einen Schlafsack. Fertigen. Oh, das könnte noch ein bisschen dauern. So, holen wir mal Steine. Steine sind auch gut. Brauchen wir auch ab und zu in dem Spiel. Kommt schon mal vor. Holz müssen wir ja auch holen. Ach Gott. Naja, aber es hat sich einiges geändert im Spiel. Am Skillsystem wohl geschraubt. Und
Man hat die Anforderungen, ich will nicht sagen unbedingt herabgesetzt, aber man hat sie verändert. Man kann sich jetzt ein bisschen mehr spezialisieren im Spiel. Ja, das hier können wir mal reparieren. Und dann machen wir uns... Ne, einen Holzbogen mache ich mir noch nicht. Ich platziere mal den Schlafsack, damit hier das Questgedönse irgendwann weggeht. Wir brauchen Holz. Und wir gehen mal hier einen Baum fällen. Ja. So. Man hat die Anforderungen geändert. Also vorher war es so, dass man für die Schmiede Intellekt Level 3 brauchte. Aber die Schmiede hat dann Player Level 20 gebraucht. Ich glaube, so war es. Und jetzt braucht man nur noch Player Level 10. Und irgendwie Intellekt Level 4 oder 3. Aber teilweise kosten, die Schmiede braucht Player Level 10, aber teilweise kosten die Perks 2 Punkte. So, warte mal hier, ich mach mal Holzrahmen. Holzrahmen. Können wir direkt zu Favoriten machen. Machen wir mal 20 Stück. So. Ich gehe in der Zeit noch ein bisschen Holz kloppen. Dreimal auf Holz klopfen sozusagen. Da ist noch ein... Nee, das ist kein Nest. Ich dachte gerade, da wäre ein Nest. Naja. Also ich wollte eigentlich... Ich habe überlegt, soll ich wirklich neu anfangen oder soll ich sein lassen? Aber man hat ja die Skills auch geändert. Und es kamen auch ein paar Sachen hinzu mit der Stable-Version. Ich habe die Patch-Notes versucht zu identifizieren. Irgendwie ist mir das nicht gelungen. Weil... Ja, Junge, selber schuld. Also ich habe mir die Patch-Notes angeguckt und irgendwie sind die immer so komisch geschrieben. Und da stand nur B240 Patch-Notes below B238, ne? Und dann habe ich dann geguckt, aber irgendwie, ich wurde daraus nicht schlau aus dem Ding, aus diesen Patch-Notes. Und da habe ich dann gesagt, komm, ist nicht so dramatisch. So, hier, halt den mal weg. Was ist denn hier mit ihm? So. Thema erledigt. Sehr schön. Komm du doch mal. Ne, bleib mal da drin. Du kannst die Tür schon selber aufmachen. Jetzt platzieren wir mal den Schlafsack. Den legen wir mal gerade einfach hier so. Legen wir mal dahin. So. Holen wir die mal hier raus. Hier ist was los. Oh Mann, oh Mann. Hoffentlich sind wir die bald los. Ja, aber ja gut, wir kriegen ja Skillpunkte dafür. Wir kriegen ja XP, besser gesagt, nicht Skillpunkte. Okay, so. Ein bisschen aufpassen hier, ich werde flankiert. Oh, geil. Cool. Ja, ich spiele übrigens auf dem lokalen Spiel, also nicht auf dem Server. Ich hatte den Server nochmal eingestellt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Netzcode liegt von 7 Days, ob es am Netzcode liegt oder ob es an mir liegt, auf jeden Fall hatte ich das Problem, vielleicht liegt es auch einfach an der Version von 7 Days, keine Ahnung. Ich hatte das Problem, dass wenn jetzt, nur mal angenommen, das ist ein Zombie, ich gehe hin, hau dem eine, gehe ein paar Schritte zurück und
bin so weit weg und dann macht's paff und ich krieg eine von dem Zombie gelangt. Dann hat er da so Gogo Gadgetto Arme und ich weiß nicht, vielleicht ist der Server auch nicht so wirklich toll. Ui, jetzt spiele ich halt lokal und bleib auch dabei. Bleibe bei meinem lokalen installierten Spiel, spiele nicht auf dem Server. Und keine Ahnung, also es ist ein bisschen merkwürdig. Aber irgendwie fahre ich damit besser, habe ich so den Eindruck. Auch nicht schlecht. So, wir nehmen uns ein bisschen Leder mit. Kriegen wir auch Holz raus, das ist gut. Und dann gucken wir, dass wir da hochkommen. Warte, ich guck mal gerade vorsichtshalber raus. Keiner da. Kann er hier, kann er da. So. Weil hier sind ja noch ein paar Zombies drin normalerweise, ne? So, jede Menge Mülleimer und sowas. Achso, ich soll eine Steinaxt fertigen. Na komm, wir machen eine Steinaxt. So, dann können wir die hier zerlegen. Der Kollege. Da kommt noch jemand angelatscht. Ich gehe mal hier raus, vorsichtshalber. Bevor die hier ums Eck kommen. Hier. Der Karl-Heinz. Oh ja, kurz hier. Mit der Steinaxt 1 in die Visage. Ja, ich glaube, der braucht nochmal eine Fackel. Okay. Macht die Fackel mehr Schaden? Kann das sein? Okay, sehr gut, wunderbar. Dann, wir gehen nochmal hier rein. Gucken, dass wir hier das leer kriegen. Mal looten kann ich das ja auch ein andermal. So, mal hier ist gerade nichts, das ist okay. Da liegt keiner. Das hatte ich schon gelootet. So. Kommt aber zügig an, die Alte da. Na komm her. So. Ah ja, hab ich mir doch gedacht hier. Skater Bob. Ich bin zu langsam. So. Da kommt noch einer. Okay, hat den Vorteil, wir machen jede Menge Skillpunkte. Jede Menge zu tun hier. Hui. So, kriegt er nochmal eine mit der Fackel drüber. Dann fackeln die so schön. Haha, deswegen heißt er doch Fackel, wenn man die Zombies abfackeln kann. Na komm, fall doch um. Oh, ist die Fackel kaputt. Scheiße. Kann das sein? So, okay.
Mensch, ey, ich muss mich hier voll konzentrieren. Nur damit ich keine fange. Mit der Steinaxt ist das auch nicht so wirklich cool. Muss ich ja jetzt mal so sagen. Da hinten kommt schon der nächste Zombie. Nee, das ist ein Hirsch. Scheiße. Der hat sich festgebackt. Komm, der hat sich festgebackt. Ich komm da nicht hin. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht schnell laufen. Ich will den Hirsch haben. Ich will den Hirsch haben. Geil. Sehr geil. Sehr, 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 sehr. Richtig geil. Hatte ich nicht schon einen Knochen? Nee. Jetzt haben wir einen Knochen, aber ist nicht schlimm. So. Okay, wir sind hoffnungslos überladen, voll beladen, überladen. Aber wir haben hier unseren Friseursalon wieder. Das ist doch schön. Können wir ja sozusagen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. So, ich muss echt gucken hier, dass wir jetzt einfach nur noch hier die letzten Zombies rauskriegen und dann platzieren wir hier den Landclaim-Block irgendwo. Oh, keiner drin. Okay. Auch nicht schlecht. Irgendwelche Schematiken. Gucken wir uns alles später an in Ruhe. So. Oh, bin ich so voll überladen, ey. Das gibt's nicht. Ach, hier waren die ganzen Kisten. Okay, die hole ich mir ein andermal. Die hole ich mir nicht jetzt. Das ist, wahrscheinlich kriege ich das eh nicht alles ins Inventar. So. Okidoki. Dann gehen wir doch jetzt mal hier gemütlich. Wir lassen die Tür einfach offen. Und dann gehen wir hier hinten unsere Leiter hoch. Ich könnte schon mal eine Kiste bauen. Hier, eine Chest. Gesicherte Aufbewahrungstruhe. Nein, nicht 15, aber 2. Oder sagen wir mal 3. Wir machen mal 3. Das muss reichen für den Anfang. So. Okay. So, die Holzrahmen. Machen wir das mal gerade so. Und hier können wir auch noch einen hinmachen, glaube ich, ne? Oder? Nee, geht gerade nicht. Okay, so. Das heißt, wir müssen die Klimaanlage bei Gelegenheit nochmal wegkloppen. So, jetzt müssen wir noch hier gucken. Wie groß ist der Landclaim? Der Landclaim ist groß genug, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich setze den einfach nochmal hier so hin. Bum, bum, bum. Und dann holen wir uns unsere Kisten. Und machen das genauso wie vorher auch. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und dann können wir auch direkt hier in die Kiste. Warte mal, ich schmeiß mal hier. Habe ich schon irgendwie was zu essen? Nee, machen wir mal das rein. Das, das. Also, da haben wir was zu essen. Doch, da ist was zu essen. Das war's schon mit dem Essen, hä? Sonst sehe ich jetzt da nichts. Doch, das sind nur Eier. So. Und wir machen hier das rein. Das. Alles, was irgendwie nichts mit Medizin zu tun hat. Was haben wir denn hier? Stahlpfeile. Ja gut, die kann man auch erstmal benutzen. Das lassen wir mal hier. Da machen wir uns eine Knochenklinge draus. Die machen wir weg. Nur die Medizin noch dahin. Okay, wir haben schon wieder Besuch. So, achso, die Kaffeebohnen, die können noch da rein. So. Und dann würde ich sagen, wir hauen jetzt noch die Suppe rein. Die Dose da wegschmeißen. Sehr schön, wunderbar. Und dann machen wir uns die ganzen Pflanzenfaser-Dinger. Pflanzenfaser.
Handschuhe, Hemd, Hose, Kapuze und die Schuhe. Und dann müssen wir uns gleich einen Holzbogen bauen. Okay, das dauert alles ein bisschen, aber können wir schon mal hier anfangen, den Krempel hier wegzukloppen. Der Server, also das heißt Server, hier das Spiel steht übrigens ganz normal, also nichts Wildes. Genauso wie im Let's Play im Prinzip auch. Und so, die müssen wir reparieren. Jetzt müssen wir das hier alles anziehen. Na, die Klimaanlage hier nochmal wegkloppen bei Gelegenheit. Holzknüppel machen. Holzknüppel. So. Und dann machen wir den Holzbogen. Und wir sollen Steinpfeile machen. So, hier den Müll weg. Dass hier mal sauber wird. Mindestens Kinder. So, und dann brauchen wir noch Holzrahmen. Achso, die muss ich noch bauen. Holzrahmen. Okay. Obwohl, warte mal. Ich werte die hier hinten auf. Weil die brauchen wir sowieso. So. Guck mal, ich hab schon mehr aufgewertet, als ich überhaupt platziert habe. Das ist auch nicht schlecht, ne? Aber macht nichts. So. Jetzt sollen wir kleine Steine sammeln. Es ist 20.40 Uhr. Ja, das schaffen wir noch. Na komm. Können wir uns auch direkt mal hier um den Zombie kümmern. Also um die Zombies kümmern. Da ist schon mal einer. Da ist einer. Da ist ein Nest. Auch gut. So. Und dann müssen wir ein Lagerfeuer machen. Lagerfeuer. Aber das ist doch schön. Dann haben wir jetzt direkt in der ersten Folge hier wieder unseren Friseursalon. Kann ich wieder anfangen, da auszubauen. Ich hoffe, das geht diesmal etwas schneller. Wir werden sehen, wie schnell wir sind. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder und dann setzen wir das Lagerfeuer und dann ist auch sowieso Nacht, obwohl, nee, weißt du was, pass auf, ich mache noch ein paar Minuten, 2-3 Minuten und dann überspringe ich die Nacht, weil ich kann sowieso nichts machen in der Nacht und überspringe die dann, bringt ja sowieso nichts, was soll ich euch da, Ich wollte die reparieren. Scheiße. Jetzt haben wir 2 Lager. Ups. Da war ein bisschen Luft im Bauch. Jetzt haben wir 2 Lagerfeuer. Oh, Level Up. Cool. Ja, geil. So, wir müssen sowieso hoch, weil es ist 9:30 und um 10 muss ich ins Bett. So, da ist der Friseur. Und mein Schlafsack müsste irgendwo da vorne auf dem Boden liegen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann nehme ich den noch mit hoch. So. Okay. Dann machen wir hier noch. Machen wir das noch fertig. So. Achso, ich habe ja noch gar keine Hatch. Ich wollte schon die Hatch zumachen. Die ist ja noch gar nicht dran.
So, das hier, Schlafsack. Dahin. Und Lagerfeuer. Oh, da drunter. Und das andere Lagerfeuer. Was machen wir da rein? So. Ui, ja, alles klar. So. Jetzt müssen wir noch einen Trader finden. Wo ist die Munition? Steinpfeil. So, mehr haben wir noch nicht. An Licht. Ich könnte das Lagerfeuer anmachen, aber bringt dann auch nicht viel. Man sieht sowieso gerade nichts, von daher. Ich überspringe die Nacht und wir sehen uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Wie weit ist denn der Händler weg? 3 Kilometer. Verdammte Axt. So, wir wohnen wieder mittendrin statt nur dabei. Wo ist denn der Händler? 3 Kilometer. In welche Richtung? Nordwesten. Ach du liebes bisschen. Ach du Scheiße. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Lasst ein Däumchen da. Bis morgen. Und tschüss.